Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie zwei RAID Arrays auf einem Controller erstellen. So erstellen Sie Hardware RAID 0 und 5 auf einem HP Controller mit dem Array Konfiguration Utility. Sie erfahren, warum mehrere Arrays auf einem einzigen Gerät benötigt werden und wie Sie ein RAID Array auf Basis des HPP 822 Controllers wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. RAID Konfiguration Utility ist ein Tool zum Konfigurieren von Arrays auf HP Smart Array Controller. Dieses Dienstprogramm bietet die Möglichkeit zur Verwaltung und Diagnose von RAID Arrays und Controllern. Sie können diese Software von der offiziellen Website herunterladen. Es gibt zwei Arten dieses Dienstprogramms, mit einer grafischen Shell und einer Befehlszeilanwendung. Ich werde zeigen, wie Sie mit beiden Versionen dieses Programms RAID Arrays erstellen können. Das RAID wird auf einen Controller des Herstellers HP Modells P822 aufgebaut. Sie können ein, zwei oder mehrere RAID Arrays aus den Controller angeschlossenen Festplatten erstellen. Die Ebenen dieser Arrays können beliebig sein und ihre möglichen Ebenen werden nur durch die Anzahl der Laufwerke begrenzt. Der einzige Nachteil dabei ist, dass Sie bei einem Ausfall eines Controllers alle Daten auf beiden Arrays verlieren. Ich werde zum Beispiel RAID für das System erstellen, was die Geschwindigkeit beim Lesen und Schreiben von Informationen erhöhen soll. Und RAID 5 die Speicherung von Backups, Archiven und anderen wichtigen Informationen. In diesem Fall wirkt sich ein Ausfall eines des Arrays in keiner Weise auf das zweite RAID aus. Schauen Sie sich zunächst an, wie Sie ein RAID-Array über die Befehlszeile erstellen können. Als erstes müssen Sie das Dienstprogramm herunterladen, das Sie auf der offiziellen HPA-Website finden. Führen Sie das Dienstprogramm aus und lassen Sie sich zunächst die Informationen über den Controller anzeigen. Um einen bestimmten Controller auszusprechen, um einen RAID zu erstellen, müssen Sie den Einhubfach identifizieren, an dem er angeschlossen ist. Dies kann mit dem folgenden Befehl geschehen. Mit diesem Befehl werden alle Controller angesprochen und deren Status angezeigt. Sie sehen eine Liste von Controllern und in welchem Einhubfach sich jeder Controller befindet. Der nächste Schritt besteht darin, festzustellen, welche Festplatten an den Controller angeschlossen sind. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus. Dies greift an den Controller im ersten Einschubfach zu und zeigt alle daran angeschlossenen physischen Laufwerke sowie die Laufwerke, die zu einem RAID zusammengefasst sind. Sobald die Festplatten, aus denen das zukünftige Array bestehen soll, festgelegt sind, kann ein RAID erstellen werden. Der Befehl RAID wird verwendet, um das RAID zu erstellen. Der Befehl enthält die folgenden Attribute: Controller, Einschubfach 1. Der zu erstellende Gerätetyp ID ist ein logisches Laufwerk. Die Festplatten, aus denen das RAID erstellt werden soll, können im Format einer Festplattenliste verliegen oder Sie müssen alle nicht zugewiesenen Laufwerke angeben. Dann kommt der zu erstellende RAID-Level. Und am Ende wird die Größe des zu erstellenden logischen Laufwerks angegeben. Die Größe wird in Megabyte angegeben oder kann als volle Größe Max angegeben werden. Um zu überprüfen, ob der vorherige Befehl erfolgreich war, führen Sie den folgenden Befehl aus. Als Ergebnis erhalten Sie Informationen über alle verfügbaren Arrays aus dem Controller in dem jeweiligen Slot, Einschubfach. Wie Sie aus den Ausgabedaten erstellen können, wurde RAID 5 mit der vollen Größe von 3 Festplatten erstellt. Da RAID 5 die Kapazität eines Laufwerks in der Größe eines logischen Laufwerks verliert,
ergibt sich aus drei Laufwerken von je 300 GB ein logisches Laufwerk von 600 GB. Nun müssen Sie nur noch das neu erstellte Laufwerk in der Datenträgerverwaltung partitionieren. Schauen Sie sich nun an, wie Sie mit demselben Dienstprogramm, aber in einer grafischen Oberfläche ein RAID-Array erstellen. Starten Sie das Dienstprogramm und wählen Sie das gewünschte Controller aus der vorgegebenen Liste aus. Klicken Sie unten auf einen Controller oder auf die Platten, die sich nicht verwenden, und klicken Sie auf der rechten Seite des Fensters auf RAID-Array erstellen. Wählen Sie die Festplatte aus, die das zukünftige RAID bilden sollen, und dann OK. Klicken Sie im nächsten Fenster auf RAID Logical Drive, logisches Laufwerk erstellen. Als nächstes müssen Sie den RAID Level angegeben, in meinem Fall ist es 0. Dieser RAID-Typ ermöglicht es, die Geschwindigkeit des Lesens und Schreibens von Informationen auf den Festplatten zu erhöhen, da in der Theorie bei der Kombination die Geschwindigkeit jeder der Festplatten gleich ist. Aber in der Praxis wird die Geschwindigkeit geringer sein. Dann müssen Sie die Blockgröße angeben. Sie können die Standardgröße belassen, die Größe des logischen Laufwerks festlegen, die gewünschte Größe angeben oder den gesamten Speicherplatz auswählen sowie Caching aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie alle Parameter festgelegt haben, klicken Sie zur Bestätigung aus Save speichern. Das RAID wurde erstellt. Wie Sie sehen können, erscheint es in der Liste auf der linken Seite des Hauptfensters. Um detaillierte Informationen anzuzeigen, wählen Sie es aus und klicken Sie auf More Informationen, weitere Informationen. Bei Ausfall des Betriebssystemcontrollers, der Laufwerke, versehentlicher Löschung von Informationen oder Formatierung von Festplatten können Sie verlorene Daten mit Hetman RAID Recovery wiederherstellen. Wenn Sie versehentlich Informationen von Disk Array löschen oder es formatieren, sollten Sie das Programm starten, das logische Laufwerk scannen und die gelöschten Dateien wiederherstellen. Sie sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Wählen Sie die erforderlichen Dateien aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, wo sie gespeichert werden sollen, und wenn der Prozess angeschlossen ist, befinden sich Ihre Dateien im Ordner unter dem angegebenen Pfad. Wenn das Betriebssystem beschädigt ist oder eines des Laufwerk ausfällt, schließen Sie die Laufwerke an einen Windows-Computer an und führen Sie die Wiederherstellungssoftware aus. Hetman RAID Recovery scannt automatisch die Laufwerke aus denen das beschädigte RAID besteht, subtrahiert alle Informationen von ihnen und rekonstruiert sie. Wie Sie sehen können, hat die Software beide RAIDs erkannt, die auf dem gegebenen Controller-Typ angebaut waren, auch wenn dieser nicht vorhanden war. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie den Analyse-Typ und klicken Sie auf Weiter. Warten Sie, bis der Scan-Vorgang abgeschlossen ist, und wenn er beendet ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Wie Sie sehen können, hat das Programm problemlos alle auf dem Disk Array verbliebenen und gelöschten Daten gefunden. Markieren Sie die gewünschten Daten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Speicherort an. Es wird nicht empfohlen, die Daten aus demselben Laufwerk zu speichern. Daher empfehle ich Ihnen, ein anderes zu wählen. Nachdem Sie den Pfad angegeben haben, klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn der Vorhang abgeschlossen ist, befinden sich Ihre Dateien in den Ordner im angegebenen Pfad. Wenn ein Datenträger beschädigt ist oder Serviceinformationen überschrieben wurden, kann das Programm möglicherweise nicht automatisch ein RAID aufbauen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten Arrays kennen, können Sie dies manuell tun. Öffnen Sie den RAID-Konstruktor und wählen Sie den Punkt Manuell erstellen. Geben Sie alle bekannten Informationen ein. RAID-Typ, Block, Reihenfolge und Größe. Fügen Sie die Datenträger hinzu auf seinen R-Bestand und verwenden Sie die Pfeile, um Ihre Reihenfolge festzulegen. Füllen Sie die Pfeile durch Klicken auf das Pluszeichen aus.
Wenn alle Parameter angegeben sind, drücken Sie auf Add hinzufügen und das RAID wird im Disk Manager angezeigt. Analysieren Sie es. Und stellen Sie die erforderlichen Informationen wieder her. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.